Moin, ihr fragt euch sicherlich, was dieser rote Punkt hier auf meiner Nase zu tun hat. Ich erkläre es euch gleich. Also ihr müsst wissen, ich bekomme manchmal einfach so Nasenbluten. Einfach so aus dem Nichts. Das war so, als ich 14, 15 war, noch ein bisschen schlimmer, aber jetzt ist es mittlerweile sehr, sehr selten so. Aber es kann immer noch vorkommen. Bei meiner Oma ist es auch so, bei meinem Vater ist es auch so und bei meinem Bruder ist es auch so. Es ist so eine Familiensache, kann man sagen. Weil das halt extrem nervig ist, haben wir einfach mal meine Oma gefragt, was sie mal so dagegen macht. Und sie macht da immer so Essig auf so ein Taschentuch rauf und tut das dann halt in die Nase rein und dann hört das halt schneller auf zu bluten. Wir wollten das letzte Woche einfach mal kurz ausprobieren und mal gucken, so wie das ist. Und wir haben allerdings anstatt Essig-Essenz genommen. Und für die Leute, die genauso unwissend sind, wie ich es war, Essig-Essenz ist nicht dasselbe wie normaler Essig. Essig-Essenz ist nämlich sehr viel stärker und ist nicht gerade gut für die Haut. Ich habe mir das also das letzte Mal, als ich Nasenbluten hatte, einfach so auf das Taschentuch raufgemacht und es hat gebrannt wie Scheiße, ja. Und ich dachte so, okay, es brennt, aber wenn es brennt, dann muss es auch helfen. Und ich meine, es hat auch geholfen. In weniger als einer Minute hat es einfach aufgehört zu bluten. 3 Tage später hat sich allerdings angefangen, meine Haut abzufällen und seitdem sehe ich aus wie Rudolf, the Red-Nosed Reindeer. Ich habe allerdings trotzdem meine Klausurenphase überstanden mit Vorabi, mit meinen Profilfächern, die ich schreiben musste und ich bin heilfroh. Es war wirklich gar nicht so schlimm eigentlich. Es war wirklich gar nicht so schlimm. Besonders Mathe war gar nicht so schlimm wie erwartet. Ich meine, es war wirklich gar nicht so schlimm. Es war wirklich gar nicht so schlimm. Gar nicht so schlimm. Also im Endeffekt war es eigentlich gar nicht so eine große Katastrophe. Ich würde es eher so einordnen zwischen dem Untergang der Gustav und Stalingrad oder so. Also ich meine, stay positive, Leute. Stay fucking positive, okay? Ich meine, Weihnachten ist jetzt auch vorbei und es war wirklich das schlimmste Weihnachten ever. Also die Familienfeiern waren alle sehr schön. Allerdings hatte ich mir auf meinen Wunschzettel geschrieben, dass wir 1000 Bewertungen auf dem letzten Video packen. Und es waren nur 800. Oh mein Gott. Bin ich euch nicht mehr gut genug oder was? Sagt das ruhig. Ich verstehe das. Nein, also ich muss noch irgendwie erste Weltprobleme hier in das Video mit reinbekommen. Immerhin hat sich ein Wunsch auf meiner Weihnachtsliste erfüllt. Ein Effekt vom Weihnachtsmann. Ein Effekt vom Nordpol. Der Weihnachtsmann kommt doch vom Nordpol. Oder? Also ich fand Weihnachten echt schön dieses Jahr. Ich meine, ich habe mich über alle Geschenke gefreut, die ich bekommen habe. Alle Leute haben sich bis jetzt auch über die Geschenke gefreut, die ich ihnen gemacht habe. Ich meine, zumindest haben alle so getan, als würden sie sich freuen. Also ich meine, das ist ja schon nicht schlecht. Denn momentan so ein kleines Best of OX Gaming 2016, was so zwischen Silvester und Neujahr kommen wird. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Da ist mir auch erst klar geworden, was so alles dieses Jahr schon passiert ist, Alter. Ich meine, ich war in Dublin in Irland dieses Jahr und habe da praktisch meine eigentliche Heimat kennengelernt und endlich mal gesehen. Damn, son, isn't that enough? Was hat ein Sombrero mit Dublin zu tun? Rein gar nichts. Sieht das behindert aus? Nein, also ich komme eigentlich gar nicht aus Irland, aber viele Leute denken das mittlerweile wirklich. Also Leute, ich komme wirklich nicht aus Irland, echt nicht. Und ich habe auch Weihnachten gefeiert, nicht St. Patrick's Day. Der ist irgendwann im März, verdammt. Und ich war ja in Irland auf Klassenfahrt und wir haben wirklich nur einen einzigen Ausländer im gesamten Jahrgang. Im gesamten Abi-Jahrgang haben wir nur einen einzigen Ausländer. Wir haben einen Tag lang einen Ausflug in die Wicklow Mountains gemacht in Irland. Da sind wir dann so 1-2 Stunden hochgewandert, bis wir dann auf so einen Berg oben drauf waren. Dann haben natürlich erstmal alle Leute angefangen, Fotos zu machen und so eine Scheiße halt, ne? Und nachdem sie dann alle schon mal runtergegangen sind, waren nur noch relativ wenige so auf dem Berg oben ganz drauf, sag ich mal, ja? Oh Gott. Anti-Juggernaut-Gang. Oh, what? Also wie gesagt, die meisten haben sich schon auf den Rückweg vom Berg wieder runter, sag ich mal, befunden. Und nur noch wir waren dann oben und dann kam schon so eine andere Schulklasse mit britischen Mädchen. Und ein anderer Kollege meinte dann so zu ihm, ey, schrei mal jetzt von hier oben ganz laut, so richtig laut, Allahu Akbar. Oh ja, das ist halt wirklich nicht lustig eigentlich. Er legt dann da oben so richtig los, also wirklich so richtig laut war. Das heißt so wirklich extrem gehalten, einfach so, Allahu Akbar. Es war wirklich scheiße laut und wirklich überall zu hören. Und die ganzen kleinen britischen Schulmädchen, die so zu uns vorbeigegangen sind, dann einfach nur so, oh Lord. Es war wirklich absolut behindert. Es ist aber noch wirklich so viel mehr passiert dieses Jahr. Ich meine, Leute wollten Fotos mit mir machen auf der Gamescom, ich habe 8000 Abonnenten erreicht, UX Gaming hat 10.000 Abonnenten erreicht, Heptigrosh hat mich Hurensohn auf Twitter genannt, Barca hat mich halt niemand genannt, ich meine, so viele schöne Erinnerungen dieses Jahr. Auch wenn ich auf den meisten Bildern auf der Gamescom absolut abgefuckt von allem und jedem aussehe, weil, Leute, wenn ich nicht wirklich genug Schlaf bekomme, ne, ich sehe einfach, auch wenn ich glücklich bin, ich sehe einfach abgefuckt aus von allem und jedem. Und immer wenn Floyd dann das Handy genommen hat von den Zuschauern, die eben Bild machen wollten, dann hat er immer so meine Gestik, sag ich mal, so nachgemacht, Alter, und dann musste ich so behindert lachen, Alter. Ich blende euch einfach mal jetzt ein Bild an, wie er das so nachgemacht hat. Generell auch, wie viele Leute mich mittlerweile kennen, ist wirklich absolut unglaublich. Ich wohne ja in Neumünster, das ist in der Mitte von Schleswig-Holstein, ungefähr 100 Kilometer von Hamburg entfernt. Und ich war dieses Jahr auf einem Geburtstag in Hamburg, ja, 100 Kilometer weit entfernt, ja. Auf dem Geburtstag von Celine, vielleicht kennt ihr ein paar, die ist zum Beispiel auch mal ein Livestream von Unge mit dabei gewesen oder auch in Videos von Unge. Also falls ihr Videos von Unge guckt, aus welchem Grund auch immer, nee, Spaß. Also falls ihr irgendwelche Videos oder so von Unge kennt und vielleicht kennt ihr Celine, ja. Wir kennen uns halt so ein bisschen länger und deswegen hat sie mich halt auf ihren 18. Geburtstag eingeladen. Und ich habe dann so gesagt, ja, also ein Freund von mir, also Philipp heißt der, dessen damalige Freundin, die hat eine Wohnung in Hamburg, da können wir dann nachher pennen und dann kann ich eigentlich kommen, so vom Prinzip her. Und dann passt das halt auch. Dann müssen wir halt nicht diese 100 Kilometer irgendwie noch zurück um 3 Uhr morgens noch irgendwie machen, so alkoholisiert schon so ein bisschen, ja. Ich meine, das wär ziemlich problematisch und ich meine, wer ist denn auch so dumm? Wer ist denn bitte auch so dumm und würde sowas machen? Ich meine, sowas kann gar nicht gut ausgehen, das kann wirklich nicht gut ausgehen. Wieder also hin, ne? 2 Typen auf der Party. Ich bin in einem anderen Bundesland, Leute. Ich bin in einem anderen Bundesland, ja. 2 Typen auf der Party, ne? Wir sitzen so draußen mit denen, die so, ja, du bist doch von UX, ne? UX Charlie, die kennen wir doch von Facebook. Digga. Jo. Puh. Jo,
Ich meine, wie krass ist das bitte? Also ich meine, Philipp hat danach noch auf die Getränkekarte draufgeschrieben, abonniert OX Charlie oder irgend so eine Scheiße. Ne, die Leute, die mich auf Snapchat geaddet haben unter Z Charlesen, die wissen das natürlich eh, weil ich den ganzen Abend gesnappt habe. Weil die Z Charlesen auf Snapchat geaddet haben, haben ein ganz anderes Lebensgefühl. Die wissen nämlich, wie man richtig lebt. Philipp hat danach noch auf die Getränkekarte noch seinen Tag drauf gemacht. Das ist, ich zeige euch das einfach, ja. Es ist ein Geodreieck im Arsch. Frag mich nicht. Und das Lustige ist, Celines Opa hat sich dann durchgelesen, was Philipp da auf die Getränkekarte draufgeschrieben hat, ja? Und er dann so, abonniert? Ux Kali, ja, den kenn ich doch. ab dann war wirklich so, wollte, was? Außerdem wollte ein Mädchen danach noch Philipp irgendwelche Pillen andrehen und meinte dann so, ja, also eine Hälfte ist eigentlich eine ganz gute Dosis und dann so ein Dreiviertel kommt immer auf dein Gewicht an, ja, kommt immer auf dein Gewicht an, aber wenn du so eine Dreiviertel von der Pille nimmst, könnte schon Überdosis sein, also wäre nicht so nice. Und ich dann so, Philipp, nein, wir müssen jetzt gleich zurück, Philipp, wir müssen noch 100 Kilometer wieder zurück heute. Wäre nicht so nice, wir gehen jetzt lieber. Weil das mit dem Schlaf bei seiner Freundin nämlich nicht geklappt hatte. Aber wir hatten um die Uhrzeit eigentlich eh schon unsere Bahn verpasst und die nächste kam dann eh erst um 5 Uhr und Philipp dann so, ja, also mein Cousin, der feiert gerade noch auf dem Kiez, also wenn du Bock hast, können wir jetzt noch die letzten 2 Stunden so auf dem Kiez verbringen, Alter. Ich so, nimmt dein Cousin irgendwelche Drogen? Und er dann so, nee, alles cool, bei dem können wir vielleicht auch noch pennen. Und ich dann so, du bist dir auch sicher, dass der da ist, ne? Der ist da wirklich gerade, ne? Und er so, ja, der feiert ja gerade, ich schreibe gerade mit dem, alles cool, bei dem können wir nachher noch pennen. Philipps Cousin war nicht da. Er war nicht da. Er hat auch nicht zurückgeschrieben. Wir sind so gegen 5 auf dem Kiez angekommen, da waren nur Prostituierte und irgendwelche Besoffenen, also es war absolut unnötig. Philipps Cousin war logischerweise nicht da. Um 6 Uhr morgens sind wir dann in die Bahn gefahren und waren dann ungefähr um 7 Uhr wieder in Neumünster. Der Taxifahrer hat uns dann vom Bahnhof nach Hause gefahren und kleiner Funfact, in der Münster gibt es nur ausländische Taxifahrer, wirklich. Und die ganz früh morgens sind die absolut geilsten, Alter. Wir haben dem Taxifahrer dann natürlich noch einen netten Abend gewünscht. Ich meine, ist ja auch selbstverständlich um 7 Uhr. Übrigens, vor der Zugfahrt nach Neumünster waren wir noch mal kurz bei McDonald's und Philipp hat noch mal 2 Jägermeister bei McDonald's bestellt. Ich habe wirklich wie ein Behinderter gelacht und Philipp erst recht, aber der Kassierer von McDonald's fand das irgendwie nicht ganz so lustig. Aber wir hatten auf jeden Fall einen netten Ausflug und sind auch heil wieder angekommen. Ich hoffe auch generell hat euch dieser ganze Content hier dieses Jahr von mir gefallen. Ich meine, über 37.000 Bewertungen gab es dieses Jahr. Positive Bewertungen. 37.000, verdammt. Und jetzt kriegen wir es nicht mal hin, über 1000 Bewertungen auf dem Video zu schaffen. Seid ihr behindert oder was? Danke natürlich auch an 6000 neue Abonnenten, die dieses Jahr dazugekommen sind. Wirklich unglaublich, Alter. Und natürlich auch an Anton, der mich Randy auf Twitter genannt hat. Ohne das Video wären 50% dieser Abonnenten, glaube ich, niemals gekommen, glaube ich. Wirklich, jetzt ohne Scheiß, Alter. Danke, Anton. Und natürlich nochmal danke an Haptic Rush, dass er mich Hurensohn genannt hat. Ich weiß, nur beste Freunde nennen sich gegenseitig Hurensohn. I feel you, brother, I feel you. Wir sind jetzt also beste Freunde. Mein guter Vorsatz fürs neue Jahr ist natürlich, in weniger Twitter-Drama zu landen. Allerdings, ich meine, das macht ja auch irgendwie Spaß, ne? Also, um ehrlich zu sein, Es ist ein Geodreieck im Arsch. Rudolf, the Red-Nosed Reindeer. Wollte, was? Jo.